Hi, ich bin Luisa und ich freue mich verkünden zu dürfen, dass Steffi die zweite Gewinnerin des Makeover-Gewinnspiels ist. Sie wird einen Erker umgestalten, denn wir wären ja nicht Create by Obi, wenn man bei uns nicht auch selbst gestalten darf. Hi, schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Das ist unser Wohnzimmer und hier kommen wir auch direkt in unseren Erker. Wir würden gerne den Rahmen einmal so umgestalten, dass es auch als Chill-Out-Area dient, dass wir nach der Arbeit hier zum Beispiel gemütlich sitzen können. Und deshalb bin ich sehr froh, dass Create by Obi bei mir ist. Wir haben zwei DIY-Projekte im Haus. Das ist zum Beispiel einmal unsere Stehlampe und einmal unsere Hängelampe über den Esstisch. Also ich würde behaupten, dass ich eher für die feinen Sachen zuständig bin. Das heißt streichen, am Ende platzieren, das Dekorieren, das ist eher so meins. Und die groben, die schweren Sachen, die übernimmt dann gerne mein Mann. Aber heute packe ich auf jeden Fall selbst an und werde den Erker umgestalten. Dann habe ich hier was für dich. Eine kleine Inspiration von unserem Crewmember Luisa. Dankeschön. Wow, das sieht schön aus. Vor allem die Farben kann ich mir in dem Erker richtig gut vorstellen. Als allererstes baue ich das Sideboard Max zusammen. Und jetzt schaue ich einfach mal, was der erste Schritt ist. Schleifen. Ich habe mit der Farbe ein wenig gekleckert. Dritter Versuch. Das gibt's doch nicht. Ich komm schon ans Schwitzen. Gott sei Dank. Geschafft. So, fertig. Mega cool. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you, you and me so. Ich habe mir noch passend für die Weihnachtszeit bei Create by Obi die schöne weihnachtliche Deko bestellt. Aus. Ich bin so happy damit. Vor allem die Lounge, das Sideboard mit dem Weihnachtsbaum. Ich hätte niemals gedacht, dass das so schön aussieht. Ich glaube auch, dass ich jetzt nach diesem tollen Projekt auch mehr selber machen würde, was handwerkliche Tätigkeiten angeht. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin super happy damit. Ich fühle mich richtig wohl und ich kann es kaum erwarten, meiner Familie den Raum zu zeigen.